Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder. Und unser ist gestorben hat in der 16. Runde der österreichischen Bundesliga einen 5:1 Auswärtssieg in Tirol bei der WSG bei Wattens eingefahren. Also das Ganze war vom Ergebnis her auf jeden Fall überzeugend, auch wenn man jetzt nicht das ganze Spiel von Anfang bis Ende in jeder Phase kontrolliert hat. Also es war eigentlich ja ein Sinnbild der aktuellen Saison. Sturm zeichnet sich vor allem durch Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aus. Und ja, bei den Tirolern hat man da schon gemerkt, dass vielleicht doch ein bisschen was an Qualität fehlt für die höchste Liga in Österreich. Kommen wir zum Spiel selber, also zum Spielverlauf. Unsere Blackies nach ereignislosen ersten paar Minuten gleich mal mit der ersten Chance und mit dem ersten Tor. Ivan Lubic über die rechte Seite schickt auf rechts Ota Kitaischwili, der mit der Flanke in den 16er und die schöne Direktabnahme von Philipp Husbeck, der trifft schon wie zuletzt gegen Rapid zum 1:0 diesmal für unseren SK Sturm. Schön herausgespielt das Ganze und natürlich auch ganz, ganz wichtig für Selbstvertrauen. Man weiß ja in dieser Saison, wenn Sturm in Führung geht, ja dann geben sie diese im Normalfall nicht mehr aus der Hand. Auch dieses Mal ist es wieder so gewesen. In Summe allerdings im ersten Durchgang die Tiroler schon mit den etwas besseren Chancen in Folge. Also da gab es schon die ein oder andere gefährliche Situation, beispielsweise Yeboah, der den Ball völlig freistehend nicht im Tor unterbringt, schon innerhalb des 16ers bekommt den Ball über die rechte Seite, Siebenhandel mit der Fußabwehr, und dann auch ein bisschen später gab es eine hundertprozentige Ausgleichsmöglichkeit, ein Ball ja in unseren 16er und dann ein Kopfball eines Tirolers komplett alleinstehend neben das Gehäuse von Siebenhandel. Da hatten unsere Blackies auf jeden Fall Glück mit bisschen Pech. Oder ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit von der Tiroler Seite hätte es da auch schon locker 1:1 stehen können. Sturm aber, wie gesagt, Stichwort Kaltschnäuzigkeit, legt dann aber nach mit der zweiten Chance. In Wirklichkeit fällt dann auch der zweite Treffer, ein Freistoß von der rechten Seite, ein bisschen weiter hinten, Despotov in den 16er der Tiroler, Balay mit dem Kopf verlängert auf Juan Dominguez, und der defensive Mittelfeldspieler hält nur mehr den Fuß hin, trifft zum 2:0, auch das sehr schön, sehr schöne Standardsituation, sehr schön herausgespielt, wollte ich da schon sagen, aber einfach, ja, gute einstudierte Aktion, würde ich mal sagen, und das 2:0 hat dann natürlich auch schon ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Ja, die Tiroler, die in Innsbruck gespielt haben, konnten sich eigentlich auch in Summe vom zweiten Treffer nicht mehr wirklich erholen. Mit dem 0:2 aus Tiroler Sicht ging es dann in die Kabine. Gleich nach der Pause, wunderbare Aktion bei den Blackies. Kirill Despotov, ohnehin wieder einer der auffälligsten Akteure bei den Schwarz-Weißen. Über die rechte Seite tankt er sich da durch, hat Platz, bringt den Ball zunächst in die Mitte, stochert ein bisschen herum, und dann auf einmal ist es Toplitsch, der Tiroler, der den Ball ein bisschen kurios ins eigene Tor versenkt. 0:3 nach knapp 50 Minuten, also damit war das Ganze eigentlich gefühlt schon entschieden. Man hat schon auch ein bisschen so die Ratlosigkeit der Tiroler gemerkt, die, wie gesagt, ihrerseits doch die ein oder andere gute Gelegenheit ausgelassen haben im ersten Durchgang. Innsbruck sage ich immer wieder, verzeiht mir da, Tirol, kommt dann aber trotzdem zum 1:3. Zunächst hatte man schon eine gute Möglichkeit, aus der dann die Ecke resultierte, und nach diesem Eckball war es ein Eigentor im Endeffekt von Ivan Lubic, sehr unglücklich. Guganik war es, glaube ich, mit dem Kopfball nach der Ecke. Lubic bekommt den Ball so irgendwie auf die Brust. Husbeck versucht noch auf der Linie zu retten, aber vergeblich. Also auf jeden Fall steht es dann nur mehr 1:3. Wer aber das große Aufbäumen der Tiroler erwartet hätte, der wurde da doch enttäuscht. Sturm, klar, macht es eigentlich abgezockt. Hätte vielleicht auch das ein oder andere Tor mehr im zweiten Durchgang insgesamt machen können. Erzielt dann aber trotzdem das 4:1, Minute 68. Sturm gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte. Der Ball kommt zu Balay, der wunderbar weiter steil gepasst auf Despotov, und der, bam, zimmert den rein. 4:1 für die Blackies. Ja, von dem her war es dann wirklich auch endgültig entschieden. Es war eigentlich, wie gesagt, nur mehr eine Frage der Höhe. Sturm macht dann in der Nachspielzeit auch noch den 5. Treffer. Und ja, auch der auf jeden Fall zum Schmunzeln. Trotzdem ein schönes Tor. Ecke wieder mal für Sturm. Jakob Janscher
über die rechte Seite und Otaki Taishvili mit dem Kopfball zum 5:1. Also Kitaishvili-Tor ist sowieso mal jetzt nicht alltäglich und dann noch mit dem Kopf. Also da ja, muss man doch auch ein bisschen grinsen. Man weiß ja, Kitaishvili der Georgier ist jetzt nicht gerade ein Kopfballungeheuer aufgrund seiner Körpergröße. Aber gut, das war eben dann auch der Schlusspunkt. Man muss auch wirklich sagen, Sturm eigentlich so gut wie immer, wenn sie vom Tor waren, haben sie es meistens eigentlich auch ausgenutzt und haben getroffen. Also sehr, sehr abgeklärt und klar, schon ein bisschen im Stil einer Spitzenmannschaft. Natürlich muss man sagen, der Gegner war jetzt nur Tirol, also eher eine Mannschaft, die eben in den unteren Regionen beheimatet ist. Da muss man auf dem Teppich bleiben, aber es war auf jeden Fall überzeugend, das Ganze, die Spiel Idee, sage ich mal, von El Maestro, die ist jetzt schon klar zu erkennen. Also Sturm wirklich tut in der Offensive, ja, nur das Nötigste unter Anführungszeichen, aber wenn man vom Tor ist, ist der Ball oder sollte der Ball eben meistens drin sein. Also von dem muss man sagen, war es ja ein Auftritt, wo man nicht viel zu meckern hat. Wie gesagt, erste Halbzeit ausbaufähig, aber gut, das ist jetzt eben die aktuelle Spielweise bei den Blackies. Als nächstes geht es gegen Altach, da gilt es natürlich nachzusetzen. Mal schauen, wie heute das Duell zwischen dem LASK und Rapid ausgeht. Bei einem LASK-Sieg bleiben wir ja erstmal auf dem 4. Platz, also man hätte sich auch tabellarisch ein Stück weit verbessert. Schauen wir mal, wohin die Reise weitergeht. Von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, wie immer, was ihr zur Partie diesmal sagt. Und ja, natürlich, wenn euch die Videos gefallen, gerne liken, gerne teilen, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr versäumt. Von dem her, war es das jetzt dann aber auch schon wirklich von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, brav Burschen, weiter so. Und bis dann. Ciao, ciao.